So, und da sind wir wieder bei Chronicles of Mystery, das Vermächtnis. Und wir unterhalten uns wieder mit Irene, der Leiterin des Instituts für Anthropologie oder sowas. Verdammt, habe ich vergessen. Nach den extrem nervigen Rätseln, diesen erst finden und dann sortieren und dann aufbauen und dann einsortieren. Der Zentrifugen, nee, der Reagenzgläser, der Proben in die Zentrifuge. Wahrscheinlich aus dem ganzen Spiel sind die Rätsel, also die Wimmelbilder und die Rätsel hier im Institut, wenn man das zweite Mal ins Institut kommt, wirklich die allerschlimmsten. Ich weiß nicht, ob noch schlimmere kommen. Keine Ahnung, ich kenne den Rest des Spiels ja nicht. Aber diese Rätsel hasse ich wirklich wie die Pest. Aber das Spiel ist cool. Sowohl von der Story als auch von der Grafik her. Die ist eigentlich schon super für so ein Wimmelbild. Hey, okay, fertig. Hoffentlich ist alles, wo es hingehört. Sonst schlage ich dir eine. Ganz sicher, vielen Dank. Ich hatte gerade Mr. Minocord am Telefon. Er freut sich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Woher weiß er, dass du mich eingeladen hast? Ja, mysteriös. Er möchte sie treffen und über ihren Vater sprechen. Was weiß er über meinen Vater? Der ist doch schon seit 20 Jahren tot. Vater? Weiß er etwas über seinen Tod? Einzelheiten nannte er keine. Ich weiß nur, dass er ihren Vater während seiner Afrika-Reise traf. Ich habe so das Gefühl, dass mein Gefühl richtig war, dass der irgendwas weiß oder irgendwas mit uns oder mit der Geschichte im Weiteren zu tun hat. Ist der Sponsor in Paris? Können Sie mir seine Adresse geben? Ich plane einen Artikel über die Erfolge meines Vaters. Ach, bist du jetzt plötzlich doch Journalistin? Ja, sie ist wirklich Journalistin. Ich habe das am Anfang des Spiels total verplant. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ich habe leider nur seine afrikanische Adresse. Ja, super, dann reise ich doch einfach dahin. Aber er wird zur Ausstellung hier sein. Dann können Sie mit ihm reden. Er interessiert sich sehr für Mauchs Tagebuch. Wer ist Mauch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das unser Vater ist. Oder doch? Keine Ahnung. Was wissen Sie über diesen Mann? Klingt ja wie ein Verhör. Nicht viel. Er ist sehr reich, hat eine tolle Kunstsammlung, ist vor allem an afrikanischen Antiquitäten interessiert, ist freundlich, wohlerzogen und höflich und hat viel Geld investiert, um afrikanische Kultur in Europa bekannter zu machen. Das ist in der Tat nicht viel. Um ihn zu treffen, muss ich zur Ausstellung. Schade. Dabei wollte ich doch gar nicht zur Ausstellung. Können Sie mir bei dieser Probe helfen? Tu ich doch gerade, du. Gerne, was muss ich tun? Was muss ich denn noch tun? Wir müssen die versiegeln. Ja. Auf dem Tisch ist ein Brenner. Es ist leicht, kein Problem für Sie. Ich versuch's. Wer will die wissen, dass es kein Problem für mich ist? Ich kann so einen Scheiß nicht. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir hier einen Brief. Was ist das denn für ein Brief? Ein Brief. Luke hat ihn vor seinem Tod geschrieben. Können wir den auch irgendwie lesen oder so? Heilige Scheiße, jetzt liegt alles an seinem Platz, aber ich habe keine. Oh, Brenner. Oh. Gutes Timing, das muss ich wiederholen. Okay. Das darf nämlich nicht über den zweiten Strich da kommen. Und wir müssen den Balken hier ausfüllen, den unteren Balken. Ich habe sie endlich versiegelt. Geil. Und das Teil ist runtergefallen und nicht kaputt gegangen. Super. Und nu?
Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir was... Haben wir was falsch gemacht? Nein, jetzt müssen wir wieder zurück, um mit ihr zu reden. Ist auch schön. Ist dieser Brenner kaputt? Ich glaube nicht, wo liegt denn das Problem? Wir haben das doch gerade geschafft, Chelsea. Wo ist das Problem? Die Flamme lässt sich nur schwer gleichmäßig halten. Das hast du auch gerade geschafft. Ich fühle mich irgendwie gerade ein bisschen auf den Arm genommen. Wahrscheinlich ist das Gas fast alle. Könnte ich um einen Gefallen bitten? Sicher, was denn? Könnten Sie eine Gasflasche vom Pförtner holen? Ja klar, ich bin hier nur zu Besuch und will dir helfen. Und du spannst mich hier als Vollzeitsklave ein. Was ist denn das hier? Okay, bin sofort zurück. Und ich weiß schon, was passiert, wenn wir da mit der Gasflasche wiederkommen. Aber das werde ich jetzt noch nicht verraten. Hey, Pförtner. Verzeihung, Miss Irene bat mich, eine Gasflasche zu holen. Sie sagte, sie hätten welche. Ich? Das wüsste ich aber. In meiner Nähe dulde ich nichts Explosives. Ah, der Typ ist einfach cool. Merkwürdig, warum sollte ich dann zu Ihnen gehen? Das werden wir gleich erfahren. Vielleicht hat sie sich geirrt. Sie ist überarbeitet. Verdammt, falsche Stimme. Sie ist überarbeitet. Die Vorbereitungen verlangen ja einiges ab. Die Flaschen sind im Keller, aber nur der Lagerarbeiter kann Ihnen eine geben. Und um diese Uhrzeit ist er nicht mehr im Dienst. Wollte sie uns etwa loswerden? Kann ich gut verstehen. Verstehe ich, werde es Miss Irene sagen. Wenn sie denn noch da wäre. Die Tür ist verschlossen. Worin wohl sein können? Hier vielleicht auch verschlossen. Ja, und was jetzt? Können wir jetzt einfach nur zurück? Nicht irgendwie da hinten noch, oder? Die hat uns einfach weggeschickt, um uns was zu holen, was wir gar nicht finden können, um uns loszuwerden. Und ist dann einfach hinter unsere Brücke verschwunden. Wahrscheinlich gibt es irgendwie nur eine Hintertür, obwohl das ja nicht der einzige Eingang sein dürfte. Naja, reden wir nochmal mit dem Pförtner. Ich suche Ihre Chefin, haben Sie sie gesehen? Nein, sie war nicht hier. Stimmt was nicht? Sie sollte mir die Untersuchungsergebnisse mitteilen, aber ich finde sie nicht. Ihr Büro ist verschlossen, das Labor auch. Wahrscheinlich ist sie nach Hause gegangen. Welchen Weg hat die bitte schön genommen? Sorry, das war gerade meine Tastatur. Es ist spät und vor ihr liegt ein harter Tag, der letzte Feinschliff. What? Keine Ahnung, was das heißen soll. Die hat uns einfach weggeschickt, um eine Gasflasche zu holen. Also erstmal hat Chelsea mit irgendwas angefangen, was gar nicht stimmen konnte. Dann hat es dazu geführt, dass sie uns geschickt hat, eine Gasflasche daher zu holen, wo wir gar keine finden können. Dann ist sie hinter unserem Rücken irgendwie aus dem Gebäude verschwunden und hat alle Räume abgeschlossen. What the fuck? Heute erwische ich sie also nicht mehr. Sie wartet oft auf dem Platz am Institut auf ein Taxi. Mit etwas Glück treffen sie sie noch an. Das wär's doch, wenn wir die einfach... Vielen Dank, gute Nacht. Gute Nacht. Die Frau hat vielleicht Nerven. Sie hat mich ausgetrickst und ist gegangen. Ja, das ist geil. Ach, hier ist der Landstreicher. Den können wir bestimmt noch mal fragen, wo die Irene denn hin ist. So, noch eine kleine Hustorgie. Oh, hallo, Sir. Oh, sehr höflich zum Landstreicher, das ist auch gut. Sie dürfen Leo sagen, suchen Sie was? Ja, eine Frau großhaarig, oh, what the fuck. Groß, rothaarig, elegant. Haben Sie sie gesehen? Sie ist gerade in einem Taxiwerk, sie hat es ehrlich und wirkte nervös. Mist, ich bin zu spät, diese Dieben. Dieben? Dieben, so sah sie auch nicht aus. Das Aussehen kann täuschen. Vielleicht kann ich helfen. Beim Einstein hat sie etwas verloren. Cool. Danke, Leo. Ich mache mich gerne nützlich. Ich will jetzt nicht abfällig über Landstreicher sprechen, aber Landstreicher, die sich gerne nützlich machen. Es regnet übrigens. Fällt mir gerade mal so auf. Diese weißen Striche, die da zu Boden fallen.
Okay. Yeah, wir dürfen schon wieder was hier suchen. Diesmal während er hier sitzt. Geil. Diesmal... Wo ist denn das Bild? Vorhängeschloss haben wir hier. Kanne haben wir nicht hier. Das ist die Kanne. Das ist sowohl die Kanne, als auch die Vase, als auch was. Das ist sogar das Telefon. Die Hose haben wir hier. Die müssen wir diesmal mitnehmen. Schlüssel. Wo haben wir die Schlüssel? Ich hab keine Ahnung. Hier ist das Bild. Wo sind die Schlüssel? Kaffee. Dose. Das war die Dose. Wo ist der Kaffee? Das war der Becher. Wo ist der Kaffee? Mal kurz schauen. Ach, das ist der Kaffee. Wie dumm von mir. Wie sieht denn eine Sicherung aus? Ich habe keine Ahnung. So sieht eine Sicherung aus. Habe ich mir schon fast gedacht. Eine Pfeife, eine Lampe. Jetzt sind die Schlüssel das Einzige, was uns noch fehlt. Und die liegen da, wo man sie ganz leicht finden kann. Jetzt kann ich jede Tür im Institut öffnen. Geil. Was für ein Glück, dass Irene Löcher in ihren Taschen hat. Jetzt wischen wir hier eins aus. Brechen in ihr Labor ein. Leise, ich will den Pförtner nicht wecken. Super. Der schläft, da können wir uns unbemerkt einfach ins Kabinett schleichen. Und schöne Wimmelbilder machen. Das ist doch cool, oder? So viele wertvolle Stücke. Das Rätsel habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, das Wimmelbild. Nur das andere, das hier im Büro ist. Buch. Cool. Steinkopf. Das ist kein Steinkopf, das ist auch kein Steinkopf. Das Gewehr gehörte da, glaube ich, nicht hin. Spinne, Mütze, Helm. Ist das ein Helm? Ja, das ist ein Helm. Eine mumifizierte Katze. Das hier. Spinne, Lineal, Steinkopf. Heilige Scheiße. Schädel. Der Marienkäfer ist nicht das, was wir suchen. Das ist auch ein Steinkopf. Wo ist denn dieser verdammte Sch... Okay. Da war er. Besen. Ohne Besen nichts gewesen. Mütze. Das war eine Mütze anscheinend. Ein Lineal. Hier ist noch so eine Münze, die werden wir noch massig brauchen, habe ich so das Gefühl. Ein Lineal. Wo ist dieses verdammte Lineal? Das ist auch nichts. Wo ist denn der Schädel eigentlich? Wüsste ich jetzt mal spontan gerne. War der Langbogen, das habe ich mir schon fast gedacht. Ein Schädel. Wo ist denn der Schädel? Da natürlich, wo der Schädel ist. Flügel. Das könnte natürlich ganz leicht. Ich habe irgendwo einen Schmetterling gesehen. Aber das war's nicht. Die Zeit ist schon halb um. Hier ist die Spinne. Es fehlen uns noch Lineal und die Flügel. Ich glaube, die Flügel werden uns die Flügel brechen. Denn die finde ich hier 100 Pro überhaupt nicht. Und wenn wir das nochmal von vorne machen müssen, dann weiß ich sowieso nicht mehr,
was ich machen soll. Verdammt, wo ist dieses Lineal? Mysteriös. Tipp. Super, das war das Lineal. Ich hätte lieber einen Tipp für die Flügel gehabt, aber okay. Flügel. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist auch eine komische Mütze. Warum ist das keine Mütze? Sorry, Leute. Aber erstens bin ich dumm. Und zweitens... blind. Erstens dumm und zweitens blind. Schöne Katze, ja. Was klauen wir hier irgendwie hier Relikte aus dem Institut, um der eins auszuwischen oder was? Das soll auch erstmal einer verstehen. Hier ist dann noch ein Rätsel. Und das machen wir dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Chronicles of Mystery, das Vermächtnis, die Legende des Heiligen Schatzes. Also, bis dann und ciao, ciao.